Überraschung, Leute! Thrustmaster hat sein neues, kommendes PlayStation-Lenkrad enthüllt. Das erste PlayStation-kompatible Direct-Drive-Lenkrad von Thrustmaster. Und das kommt früher, als ihr denkt. Es ist beim Design ganz anders, als ich erwartet habe, bei der verbauten Technik und auch beim Preis. So sieht es aus, das Thrustmaster T598. Kompatibel mit PC, PS4 und PS5. Und ihr seht es am unteren Rand schon, wir haben die erste Überraschung, die erste positive Überraschung. Das Gerät kostet 499,99 €. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass Thrustmaster ja eine Variante des T818 rausbringt und die einfach PlayStation-kompatibel macht. Schließlich ist das ja bereits schon ein Direct-Drive-Antrieb, den Thrustmaster für den PC anbietet. Und diese Base funktioniert ja einwandfrei und ich dachte einfach, sie machen einfach davon eine Variante, die ein bisschen anders aussieht. Aber Thrustmaster macht das komplett anders. Denn wenn wir uns das hier genauer angucken, da heißt es, mit dem T598 und seinem Direct Axial Drive Motor erleben Sie Rennsport-Feeling wie nie zuvor. Der Motor ermöglicht eine perfekte glasklare Führung des Lenkrads ohne Rastmoment. So sieht das Gerät aus und es ist auch ein Setpreis. Das heißt, für die 500 €, da kriegt ihr die Basis, das Lenkrad und die Pedale zusammen. Und das ist richtig krass konkurrenzfähig, weil in dem Segment 500 € Komplettset mit Direct Drive, da gibt es gar nicht mal so viel Auswahl, vor allen Dingen nicht auf der Konsole. Fanatec hat ja auch was Vergleichbares am Start für die PlayStation, nämlich das DD Pro Lenkrad. Bloß, das kostet halt mal satte 700 € und nicht 500 €. Aber was bedeutet jetzt dieser Direct Axial Drive Motor? Da wird es interessant, denn der Motor ist nicht axial montiert, sondern radial. Das heißt, die Magneten und der Motoraufbau sind hier gefächert radial angeordnet. Das hier sind die Magneten. Und dadurch wird der Durchmesser größer von dieser Wheelbase, aber dafür ist es platzsparender in der Tiefe. Und so ein System, das ist eigentlich kaum verbreitet. So ein System kenne ich nur von Camus mit dem C5 und dem C12. Das ist auch ein Lenkrad, das echt sehr, sehr kompakt ist und vor allen Dingen kaum eine Tiefe hat. Und genauso eine Technik verwendet auch das T598. Und das ist tatsächlich laufruhiger. Ich weiß das von den Camus-Lenkrädern, die sind sehr, sehr laufruhig und die laufen sehr, sehr präzise. Jetzt kommen wir aber mal zu einem Aber. Denn für 500 € ist natürlich die Frage, wie stark ist das Lenkrad? Und hier haben wir es, 5 Newtonmeter Stärke. Das heißt, das ist die Stärke eines DD Pro von Fanatec und zwar in der kleineren Variante. Es heißt hier 5 Newtonmeter plus überschwingen. Das ist mir wieder eine wunderbare Stilblüte der deutschen Übersetzung. Das heißt einfach, dass es 5 Newtonmeter hat, aber in Spitzenwerten kann es schon mal darüber kommen. Aber die Grundstärke ist und bleibt dann eben 5 Newtonmeter und zwar konstant. Dann auch interessant, dass angekündigt wird, mit Harmony kommen hochfrequente Vibrationen ins Spiel. Und das ist wirklich nice. Denn wir haben bei Logitech ein ähnliches System, nämlich True Force. Und Fanatec hat das ja auch schon angekündigt mit Full Force. Und mit dieser Harmony-Technik merkt ihr eben auch Curbs sehr, sehr deutlich. Oder wie es in der deutschen Übersetzung heißt, Rumpelstreifen. Schauen wir uns mal die Basis genauer an. Die Basis hat überraschend einen achteckigen Querschnitt, wie man hier sieht. Und zwar anders als das T818. Das T818 ist ja sechseckig. Und es hat an der Oberseite ein kleines Display. Ein Race Dash Display, wie es hier heißt. Und hier, und das ist das Schöne, kann man 10 Einstellungen konfigurieren. Das heißt, man kann hier sein eigenes Setup am Lenkrad mit Stärke und so weiter einstellen. Und es gibt das innovative Gear Jolt, mit dem Sie Schaltvorgänge am Lenkrad spüren können. Das wird natürlich auch nur dann der Fall sein, wenn es das Spiel unterstützt, aber auch natürlich sehr, sehr nicer Effekt, wenn das funktioniert. Außerdem zeigt das Race Dash mehr als 10 Renninformationen wie Geschwindigkeit, Bestzeit, Position oder Rennflaggen an. Ja, sowas brauchen wir natürlich als Info. Sehr, sehr gut. Ich habe auch gesehen, dass es eine Drehzahlanzeige gibt und zwar hier. Ich denke, diese 5 LEDs, damit wird die Drehzahl dargestellt. Relativ klein das Display, das ist echt winzig, aber es ist immer noch besser als kein Display. Dann gibt es an der Basis außerdem noch 4 Tasten.
unter anderem auch L3 und R3, das ist so ähnlich wie schon beim T300 RS. Die weiteren Tasten sind natürlich am Lenkrad, aber bleiben wir mal ganz kurz bei der Basis. Wir sehen hier den neueren Quick-Release-Verschluss von Thrustmaster. Und das ist dasselbe Quick-Release-System, das auch schon beim T818 eingeführt wurde. Und das wird jetzt eben weiterverwendet. Und es gibt ja schon Lenkräder, die genau dieses System verwenden. Und es gibt auch Umrüstkits, damit ihr ein vorhandenes Thrustmaster-Lenkrad eben an diesen neueren Bases betreiben könnt. Hier, wie zum Beispiel am Evo 32R. Da habe ich das auch schon dran. Und das ist ein Quick-Release-System, das gut funktioniert, das allerdings durchaus hochwertiger sein könnte. Nichtsdestotrotz, es tut seinen Dienst. Weiter geht's zum Lenkrad, das in diesem Bundle dabei ist. Und naja, das sieht mir jetzt nicht besonders ausgefallen aus. Es ist ein 30 cm großes Lenkrad mit Griffflächen aus Gummi. Das heißt, wir haben hier kein höherwertiges Leder oder so. Naja, das ist halt eine Gummierung. Ich sag mal eher preiswert und günstig, was sie hier anbieten. Dann hat es magnetische Schaltwippen, dazu noch ein Steuerkreuz sowie weitere Tasten. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, ja Moment mal, muss ich dieses Lenkrad mitkaufen? Aktuell ja, es gibt aktuell nur das Bundle komplett für 500 Euro. Aber Thrustmaster hat auf Social Media schon gesagt, nee, die Base wird es nächstes Jahr auch einzeln geben. Wir können dann auch die Base kaufen und dann ein anderes Lenkrad dazu. Weiter zu den Pedalen. Die wurden bereits vorab gezeigt und es handelt sich dabei um auch komplett neue Pedale. Raceline Pedals nennen die sich. Zwei Pedale sind hier dabei mit Hard-Sensoren. Es sind im Grunde relativ günstige Pedale, die allerdings aus Metall sind und hinten einen Federmechanismus besitzen. Das ist für die Bremse natürlich eher suboptimal, aber hier heißt es weiter, das Pedalset kann mit einem dritten Load Cell Pedal aufgerüstet werden und zwar mit den Raceline Pedals Upgrade Kit, demnächst lieferbar. Das ist schön, dann kann man die upgraden, das heißt dann wird die Bremse höchstwahrscheinlich zur Kupplung und man baut sich hier einfach ein neues Bremspedal dazu, entsprechend mit gutem Bremsdruck dank Load Cell. Das T598 Lenkrad ist ab sofort vorbestellbar und es ist erhältlich ab 29. November für erwähnte 499,99 €. Das ist ein extrem guter Preis. Auch wenn die Stärke von 5 Newtonmeter ein wenig höher sein könnte. Wobei ich natürlich noch nicht sicher bin, weil ich habe es ja noch nicht in den Händen gehabt. Aber das wird sich ändern. Auf der Simracing Expo werde ich dieses Gerät sicherlich antesten können und dann kann ich euch genau sagen, was taugt es und was kann es. Und definitiv ist das eine große Konkurrenz zu Fanatec. Vor allen Dingen im PlayStation-Bereich. Da warten wir ja sowieso noch auf weitere Hersteller, die im PlayStation-Bereich mitmischen, wie eben Mosa zum Beispiel. Dauert scheinbar noch, naja, aber jetzt kommt zumindest schon mal Thrustmaster und prescht hier vor. Was haltet ihr denn von diesem Lenkrad? Wäre das was für euch? Ist das zu teuer? Ist es zu günstig? Stellt ihr das vor oder wartet ihr erstmal ab? Schreibt es unten gerne in die Kommentare. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und werde gucken, dass ich das Gerät ausführlich testen werde hier auf diesem Kanal. Deshalb könnt ihr gerne auch ein schnelles Abo noch da lassen. In diesem Sinne, gute Fahrt!